Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Wie in meinem letzten Food Diary angekündigt, werde ich wieder mit gesünderer Ernährung starten. Ich starte jetzt erstmal mit einem Kaffee mit Hafermilch. Und inzwischen habe ich mir auch Frühstück gemacht. Und zwar habe ich mir heute Haferflocken gemacht mit Kakaopulver. Habe das dann mit Hafermilch aufgegossen und obendrauf ein paar angeröstete Mandelhobel gegeben. Ein bisschen Haselnussbutter, vorne Himbeeren. Und dazu gibt es einen Kaffee mit Hafermilch. Ich habe eigentlich alle Sachen nur zusammengemixt, die ich lecker finde. Zurück zu Hause. Ich habe heute Mittag in dem Café, das hatte ich eigentlich geplant, aber irgendwie hat es sich dann so ergeben, weil ich Hunger hatte und noch ein bisschen länger da bleiben musste, weil ich dann was fertig machen musste, habe ich eine große Portion Joghurt gegessen. Mit so Granola bieten die das an. Ist jetzt nicht 100% super gesund. Aber auf jeden Fall so mit dem Gewinnste, was es dort gibt. Und ja, damit bin ich auch eigentlich sehr zufrieden. Und jetzt koche ich mir aber gerade was. Und zwar mache ich mir gerade Lachs, der ist jetzt runter. Das habe ich gerade einfach so Spinat drauf gegeben. Also ich improvisiere gerade so ein bisschen. Ich brate einfach so ein bisschen Spinat mit an. Und habe hier Vollkornnudeln gekocht. Und dann werde ich da, glaube ich, einfach nur noch ein paar Gewürze drauf geben. Und da ich auch später zum Sport gehe, ist das dann auch so eine ganz gute Portionsgröße. Ah, das könnte ich gerade noch mit ein bisschen Weißwein ablöschen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Weil Weißwein und Fisch ist einfach so die beste Kombi. Ich war mal eine Zeit lang so ein bisschen süchtig nach Pasta mit Meeresfrüchten. Das habe ich mal so vor 2 Jahren oder so monatelang fast jeden Tag gegessen. Bis ich es dann irgendwann nicht mehr sehen konnte. Und das habe ich dann halt auch immer mit Weißwein gemacht. Und so ein bisschen Tomatensauce. Und dann werde ich hier gleich, weil Soße ist ja jetzt ein bisschen trocken, obwohl mich trockene Sachen eigentlich auch nicht stören. Also ich esse gerne nicht ganz so krasse Soßen. Das mag ich einfach nicht so gerne. Dann werde ich einfach gleich, wenn die Pasta fertig ist, noch ein bisschen Olivenöl drüber geben. Und dann reicht das auch als Soße eigentlich. Voilà, voilà. Das ist jetzt mein Essen. Sehr schnell gemacht, simpel und sehr, sehr lecker. Guten Morgen, es ist Zeit für Frühstück. Und ich habe mir so ein leckeres Frühstück gemacht. Nach all der Schokolade nachts und morgens früh und tagsüber und überhaupt. Ich habe so viel Schokolade wieder gegessen in den letzten Tagen. Heute ein super gesundes Frühstück. Und zwar habe ich mir Spinat ein bisschen angebraten, ein Ei gemacht, also 2 Eier. Avocado aufgeschnitten, dann habe ich noch ein paar frische Himbeeren, einen Vollkornbagel, einen Orangensaft und einen Kaffee. So, ich esse gerade einen Apfel. Ich habe mich nämlich gerade spontan entschieden, meinen Dachboden ein bisschen auszumisten. Da oben. Das wollte ich eigentlich vor 2 Wochen schon machen, habe es dann aber nicht gemacht, weil eigentlich ist da voll der coole Raum. So, nach ewigen Zeiten werde ich mir jetzt nochmal Avocado-Pesto machen. Das habe ich echt seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Und zwar mache ich das immer folgendermaßen. Ich nehme ein bisschen Knoblauch, also eine Zehe ist locker genug. Dann Salz und Pfeffer einfach noch. Und vielleicht ein bisschen Limettensaft, weil ich gerade eine da habe. Aus. Ich habe jetzt auch noch eine Cola Light genommen und ich habe auch noch ein bisschen mehr. Also ich habe noch einen Rest Pesto und auch noch einen Rest Nudeln. Ich wollte mir jetzt die Teller nicht so voll packen. Ich finde es dann immer cooler, ein bisschen nachzunehmen. Ja, und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, und zwischendurch habe ich mir jetzt noch einen Kaffee gemacht. So, ich habe jetzt gerade mein Food Diary fertig gemacht und habe irgendwie nicht so richtig Hunger. Ich gehe jetzt zu meiner Freundin Filme gucken und ich glaube, ich nehme einfach ein bisschen Popcorn mit dahin. Also Popcorn-Mais, dass wir dann Popcorn machen können. Weil so richtig Hunger habe ich irgendwie nicht heute. Ich habe ja auch eine ziemlich große Portion heute Mittag gegessen. Deswegen, ja, nehme ich das Popcorn mit und vielleicht filme ich euch noch ein bisschen. Okay, und das ist jetzt mein Frühstück. Hier drin sind Himbeeren, Haferflocken, geröstete Mandelsplitter, Banane, Hafermilch und ein Kaffee. Ebenfalls mit Hafermilch. So, ich habe mir jetzt spontan ein Auto gemietet. Man kann jetzt inzwischen auch in unserer Stadt so stundenweise Autos mieten, was sehr, sehr cool ist. Und dann werde ich nämlich den ganzen Kram, den ich jetzt oben hier vom Dachboden geholt habe, dorthin bringen, also zur Mülldeponie. Also das, was weg kann. Also ich werfe sehr, sehr viel weg. Ich liebe das, Sachen wegzuwerfen. Ich finde das so cool, wenn alles so leer wird und ja, weil oft hat man ja so Sachen, die man sowieso nie benutzt und die man einfach so jahrelang sammelt und man braucht sie überhaupt nicht. Ja,
Und da ich das jetzt gleich abhole, wir haben jetzt 1:30, um 2 hole ich das ab, schaffe ich es jetzt nicht wirklich was zu essen und mache das dann einfach danach. Was ich aber jetzt essen werde, ist einfach so ein Stück Lachs hier. Das habe ich noch in der Packung. Ich hatte hier so eine Monsterpackung und da ist halt noch so ein kleines Stück Räucherlachs drin. Das esse ich jetzt einfach so. Und wo ich das Auto abhole, ist auch direkt am Supermarkt. Und die haben so einen ganz leckeren Smoothie, den ich sehr, sehr gerne trinke, beziehungsweise glaube ich ein Saft. Und dann hole ich mir den noch und ja, dann bin ich halt auch nur 2 Stunden unterwegs. Danach werde ich mir dann irgendwas kochen. Aber ja, jetzt lasse ich erstmal den Lachs. Ich im Auto, das ist mein liebstes Bild. Ja, ich habe jetzt das Auto abgeholt und es ist ein Kombi, was sehr, sehr praktisch ist. Dann kann ich vielleicht alles in einem wegbringen. Das ist zumindest mein Plan. Ja, und jetzt quatsche ich nicht lange. Die Zeit läuft und wir sehen uns später wieder. Gegessen habe ich jetzt doch nichts mehr, also getrunken. Ich wollte mir einen Saft holen oder einen Smoothie, habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich ein bisschen spät dran war. Aber essen kann ich auch später noch. So, 20 Minuten später. Das Auto ist gerammelt voll. Ah, das ist so schön, dieses Gefühl, finde ich, wenn man so alles wegschmeißen kann. So, zurück zu Hause. Die Aktion war sehr erfolgreich. Ich habe alles geschafft, gerade so in der Zeit noch, weil man das Auto immer zu einer bestimmten Zeit zurückbringen muss. Ja, aber ich habe es geschafft. Auf dem Rückweg habe ich noch eingekauft und habe mir jetzt gerade so einen kleinen Joghurt hier gemacht. Ich habe nämlich seit Tagen, fast schon Wochen Lust auf Joghurt. Irgendwie habe ich mir den jetzt nie gekauft. Jetzt ist es soweit. Und zwar habe ich mir jetzt ein kleines bisschen Joghurt gemischt. Also es ist halt echt so eine Minischüssel mit einer halben Birne. Den Rest der Birne habe ich gerade so gegessen. Und obendrauf so ein bisschen Cashew-Mousse. Das werde ich jetzt umrühren und essen, während ich was koche. Weil ich habe schon so großen Hunger, ich kann jetzt nicht mehr warten. Wir haben jetzt schon 5 und ich habe heute gar kein Mittagessen gegessen. So, kleine Planänderung. Ich habe jetzt doch noch nicht gegessen, weil mir nämlich jetzt eingefallen ist, beziehungsweise aufgefallen ist, dass es gleich dunkel ist und ich wollte halt schon gerne noch hier oben das streichen. Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Hier ist halt so ein Boden drin, nennt man das MDF-Platten oder so. Hier war mal früher ein Teppich, das kann man auch hier noch ein bisschen sehen. Aber jetzt sind halt nur noch diese Platten hier und ich hatte erst überlegt, ob ich da irgendwie Decken drauflegen soll oder so, aber es sieht ja dann trotzdem noch nicht schön aus. Und hier sind halt auch super viele Flecken drauf und so. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das einfach weiß streiche. So, ich bin fast fertig geworden mit dem Streichen. Ja, aber ich muss mir jetzt unbedingt mal was zu essen machen, weil ich mich in einer Stunde schon wieder mit einer Freundin zum Sport treffe. Ich will das jetzt so machen, dass ich mir was koche und einfach ein bisschen davor esse und den Rest dann danach. Ich habe jetzt auch keine Lust, zweimal zu kochen. Ja, deswegen werde ich mir jetzt hier Quinoa machen. Schon sehr, sehr lange nicht mehr gegessen. Und dazu ein paar Champignons anbraten mit Spinat, bisschen Knoblauch und mal schauen, was ich sonst noch da reinmachen könnte. So, es wird jetzt irgendwie doch gerade alles ganz anders, als ich mir das vorher überlegt habe, weil irgendwie hatte ich jetzt keine Lust auf was Warmes zu essen. Deswegen habe ich mir jetzt einen Salat gemacht, beziehungsweise so eine Bowl. Ich finde aber, da fehlt noch irgendwas. Also ich habe jetzt hier Spinat, wunderschöne Champignons, Quinoa, Gurke und ein paar Walnüsse. Da würde ich jetzt noch ein bisschen Kürbiskernöl drüber geben. Ich habe leider vergessen, Avocado zu kaufen. Das hätte jetzt perfekt gepasst. Vielleicht gebe ich ein bisschen Ei oder Lachs drüber. Aber das esse ich in letzter Zeit so oft, das kann ich auch nicht mehr sehen so richtig. Ich schaue mal, was ich mache. Ich glaube, ich esse das jetzt so. Und wenn ich zurückkomme, mache ich mir noch ein bisschen was drauf, was irgendwie was Eiweiß hat. Vielleicht auch Kichererbsen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber jetzt so vom Sport, Kichererbsen ist nicht so ideal. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich da Bauchschmerzen bekomme. Und esse jetzt davon ungefähr die Hälfte, damit ich halt was im Bauch habe für den Sport. Und dann sehen wir später wieder. Ich bin zurück und vollkommen im Eimer. Wir haben 2 Stunden trainiert, 30 Minuten Cardio gemacht und davor 1,5 Stunden Beine trainiert. Wir haben ein paar Sachen ausprobiert auch und deswegen dauert es halt manchmal auch ein bisschen länger. Ja, und jetzt habe ich mir meinen Salat hier nochmal vorgenommen. Und zwar habe ich noch ein paar frische Champignons reingeschnitten, weil ich die so super gerne mag und die halt so super frisch sind. Dann ist das so lecker. Und dann habe ich mir jetzt einfach noch ein Rührei dazu gemacht. Vielleicht mache ich mir auch noch einen Erdnussbuttershake, weil ich ja heute wirklich noch nicht so viel gegessen habe. Guten Morgen. Ich habe schon sehr, sehr großen Hunger, weil ich gestern Abend ja dann nichts mehr gegessen habe. Also nach diesem Salat habe ich mir dann keinen Erdnussbuttershake mehr gemacht, weil irgendwie war ich dann trotzdem schon voll. Ja, ich habe mir jetzt hier schon Joghurt in eine Schüssel gegeben. Da gebe ich ein paar Himbeeren drauf. Ich glaube noch ein paar mehr. Dann schneide ich mir auch noch eine halbe Banane da rein. Also eine ganze wäre mir ein bisschen viel, aber eine halbe passt, glaube ich, ganz gut. Dann habe ich mir Mandeln ein bisschen angeröstet. Und die gebe ich auch noch drauf. Und dann als Krönung werde ich mir was von dieser gesunden Schokolade hier drauf geben. Das ist ja die zuckerfreie Schokolade von Makri. Die habe ich euch öfters schon mal gezeigt. Und die ist ja jetzt perfekt geeignet, wenn ich wieder so ein bisschen weniger Zucker essen möchte, weil die halt wirklich nur mit Datteln gesüßt ist. Falls ihr meine Videos verfolgt, dann kennt ihr die schon.
Ansonsten nochmal ganz kurz zusammengefasst, sie ist halt vegan, glutenfrei und besteht eben nur aus Kakao, Kakaobutter und Datteln. Außer die Haselnussvariante, da sind natürlich auch noch Haselnüsse drin und das ist auch mein absoluter Favorit, die esse ich so gerne. Und davon werde ich mir jetzt ein bisschen was drauf geben, weil das ist eigentlich auch so ein ganz guter kleiner Trick, wenn man ein bisschen weniger Zucker essen möchte oder ein bisschen weniger Süßes essen möchte, dass man sich solche Sachen in eine richtige Hauptmahlzeit mit einbaut. Also jetzt zum Beispiel habe ich ja hier das Porridge, natürlich ist das auch süß, weil halt das Obst auch Zucker enthält und so weiter, aber das ist halt ja natürlicher Zucker. Genauso wie in dieser Schokolade, das ist ja dann auch natürlicher Zucker. Und wenn ich dann so ein bisschen was darüber gebe, dann finde ich, hilft das, dass man tagsüber dann nicht mehr ganz so viel Lust auf Süßes hat. Und so lecker sieht das jetzt aus. Das war jetzt echt nur ein kleines Stück und es, wenn man das so klein hackt, dann wird das halt echt super viel. Und dazu habe ich jetzt noch einen Kaffee und hier liegen auch schon Orangen, weil ich mir auch noch Orangensaft machen will. Aber ich esse jetzt erstmal das hier. Ich habe zu großen Hunger. Boah, ich bin vollkommen begeistert. Es ist so lecker. Es schmeckt wie ein Nachtisch. Und dabei sind ja nur gesunde Sachen drin. Mmh. Wow, das war mega, mega lecker. Das kann ich euch sehr empfehlen, mal nachzumachen. Super simpel. Und ich werde mir jetzt als Nachtisch noch ein kleines Stück von der Haselnussschokolade gönnen. Wenn ich die schon mal hier habe jetzt, dann möchte ich da auch ein Stück von naschen. Und die Haselnussvariante ist halt echt mega, mega cool. Die hat halt so kleine Haselnussstücke drin. Sehr, sehr lecker. Habe ich jetzt schon länger nicht gegessen. Mm. Und natürlich habe ich auch wieder was für euch. Makri stellt mir ja immer Rabattcodes für euch zur Verfügung, was ich super cool finde. Weil so habt nicht nur ich da was von, sondern ihr natürlich auch. Und ich weiß, dass ganz viele von euch die Schokolade richtig gerne mögen. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr sie probiert habt und sie euch richtig gut schmeckt. Und es gibt einen Rabattcode über 10%. Ich schreibe euch jetzt mal unten hier hin. Und der gilt ab einem Bestellwert ab 10 Euro. Und ja, so könnt ihr euch auf jeden Fall was sparen, wenn ihr dort bestellt. Und den Link und so weiter findet ihr alles in der Infobox. Ich mag die Schokolade wirklich super, super gerne und freue mich auch sehr, dass ich so viele von euch davon begeistern konnte, die halt auf der Suche nach gesunder Schokolade waren und einer Alternative eben für all die Schokoladen mit Zucker oder auch Ersatzstoffen wie Kokosblütenzucker oder so. Das ist ja im Endeffekt alles dasselbe wie Zucker. Von daher ist das mit den Datteln dann doch ein bisschen besser. So, einige Stunden später, es sieht schon deutlich, deutlich besser aus. Mein Frühjahrsputz bzw. meine Aufräumaktion quasi abgeschlossen. Ich kann euch auch mal ganz kurz zeigen, wie es oben aussieht. Es ist noch nicht fertig, weil ich jetzt halt einfach so gucken will, welche Dekorationsgegenstände passen und was ich hier so reinmachen könnte. Da will ich mich einfach so spontan inspirieren lassen. Und zwar geht jetzt hier die Leiter hoch und dann ist jetzt alles komplett weiß. Super cool, also mir gefällt es schon richtig gut. Den Boden halt weiß lackiert. Ja, an den Rändern ist es jetzt nicht so super schön, weil da vorher halt Teppich war, aber das ist mir relativ egal. Und ich habe jetzt einfach hier eine Matratze reingelegt, weil alles andere keinen Sinn gemacht hätte, weil die Deckenhöhe halt nicht hoch ist. Und ja, da werde ich da hinten noch ein bisschen Deko hinstellen, vielleicht noch ein paar Kerzen. Und eventuell werde ich auch einen Fernseher reinstellen, vielleicht da hinten hin oder hier vorne, dass man quasi so ein kleines Kino hat. Und ja, kann ich diesen Raum endlich mal sinnvoll nutzen. Das hatte ich jetzt schon so lange vor, seit ich eingezogen bin, weil ich den so schön von Anfang an fand. Aber ich wusste nicht so genau, was ich damit machen soll. Ich habe halt so viel Kram da oben gehabt. Den habe ich jetzt halt echt größtenteils weggeworfen. Und jetzt ist es Zeit zu essen. Ich habe nämlich zwischendurch gar nichts mehr gegessen seit Frühstück. Nee, ich versuche die Arbeit vertieft. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr dann noch so putzt und so und dann alles so auf einmal, wo man alles fertig machen will. Ich mache nämlich heute Butternut-Kürbis. Den habe ich schon länger nicht gegessen. Und zwar mache ich den zusammen mit ein bisschen Paprika im Ofen. Ich habe nämlich auch noch so Spitzpaprika. Ich habe auch noch eine normale. Und ich mache mir noch einen Orangensaft. Den wollte ich ja auch schon heute tagsüber trinken. Dann habe ich die Orangen irgendwann wieder weggepackt, weil ich irgendwie dann keine Muße hatte, die zu machen. Was brauche ich denn noch dafür? Und ich glaube, dann brate ich mir ein bisschen Spinat mit Kichererbsen an. Ich habe so lange keine Kichererbsen mehr gegessen. Ich habe auch noch 3 Champignons und Kichererbsen brauche ich dann auch noch. Dann lege ich jetzt mal los mit dem Schnibbeln und dem Vorbereiten. So, ich mache es jetzt doch ein bisschen anders. Und zwar brate ich gerade die Paprika an mit den Champignons zusammen. Und gebe da jetzt den Spinat noch dazu. Hier einfach der frische Spinat. Ist ja immer so viel am Anfang und dann
zerfällt das ja komplett. Und da werde ich jetzt auch die Hitze schon wegnehmen. Also ich stelle es jetzt auf 2, würde ich mal sagen. Und lasse es jetzt einfach so durchziehen. Und der Kürbis ist im Ofen. Da mache ich jetzt auch Gewürze drauf, das habe ich ganz vergessen. So, ich habe jetzt auch noch die Kichererbsen dazu gegeben. Einfach erstmal so draufgelegt. Das werde ich jetzt aber auch noch gut würzen. Eventuell gebe ich noch ein bisschen Tomatenmark dazu. Ich glaube, das passt auch ganz gut, um es noch so ein bisschen würziger zu machen. Und ja, dann trinke ich jetzt schon mal den Orangensaft. Ich habe mir nämlich jetzt den gepresst. Das ist eine ganz schöne Ladung geworden. Aus 3 Orangen. Und den trinke ich jetzt schon mal vorab. So, es ist alles fertig. Ja, hier sind jetzt die Kürbisschnitzel. Die werde ich jetzt auf den Teller geben. Ich weiß noch nicht, ob ich alles esse, weil ich gleich zum Sport gehen werde. Aber hier ist auf jeden Fall die Pfanne. Ich habe es jetzt doch ein bisschen anders gemacht. Ich habe jetzt doch keinen Tomatenmark dazu gegeben, sondern ein ganz kleines bisschen von dem Joghurt, den ich da hatte. Und habe das dann halt stark gewürzt. Und ist alles richtig schön eingekocht. Das sieht sogar viel leckerer aus, als ich erwartet hätte. So, das ist jetzt erstmal meine Portion. Vielleicht nehme ich mir noch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, da ich gleich zum Sport gehe, passt das so eigentlich ganz gut, glaube ich. Und werde dann den Rest nach dem Sport essen. So, ich werde jetzt noch die Reste essen. Die habe ich mir hier schön verpackt. Das werde ich jetzt noch aufessen. Und dann war es das auch schon von diesem Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut gerne mal bei Makri vorbei. Ich finde auch einfach das Unternehmen richtig cool. Also sind so richtig sympathisch. Ist noch ziemlich klein. Und ja, sind gerade so alles am Aufbauen. Und dass es größer wird und so. Und ich finde das super sympathisch. Und sehr, sehr nett. Sowas finde ich dann halt auch immer super unterstützenswert. Also ja, wenn ihr auf der Suche seid nach einer leckeren, gesunden Schokolade, die nicht so viel Zucker enthält, beziehungsweise gar keinen Zucker, nur Dattelsüße, dann schaut da gerne mal vorbei. Und mit dem Rabattcode könnt ihr dann auch noch 10% sparen. Und ja, dann sage ich bis nächste Woche. Nächste Woche kommt ein Q&A. Das hatte ich schon letzte Woche versprochen. Das kommt diese Woche online und danach auch wieder ein Food Diary. Also sehen wir uns dann wieder. Bis dann.